Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen bei Let's Play The Binding of Isaac. Ist ein kleines Nebenprojekt, was ich haben will, was ich hier auf dem Channel gerne machen will. Isaac ist ein Spiel, was ich gerne spielen will. Zuerst mal, ich bin kein Pro. Ich sag auch nicht, dass ich das Spiel besonders gut kann. Ich habe es ein bisschen gespielt. Ich bin nicht gut. Also falls ihr mir zugucken wollt und denkt, dass ich gut bin, So, das direkt zum Anfang. Und wir nehmen Fall 2, weil ich in Fall 1 ein bisschen selber spiele. Und da machen wir einfach mal auf New Run. Und wir spielen mit Isaac. Ich werde wahrscheinlich immer pro Run ein Video machen. Und ich habe hier nebenbei noch die Isaac Wiki offen. Das heißt, ich werde alle Gegenstände einsammeln, auch wenn sie scheiße sind. Davon weiß ich, dass ich das nicht kaputt machen sollte. Es sei denn, ich nehme Schaden. Gut. Das war jetzt schon extrem schlecht. Weil das Ding uns heilt. Ja gut, jetzt habe ich... gut, haben wir das schon mal geklärt? Das wusste ich jetzt zufällig, dass die Dinger uns heilen. Ich gucke nämlich auch viele Isaac-Videos. Also Let's Plays von The Binding of Isaac. Und wie gesagt, ich habe jetzt... Da unten ist eine Murmel. Aber... Und da ganz hinten an der Ecke ist ein Fake-Stein, wenn ihr das seht. Aber da kommen wir halt nicht dran. So, ja, erstens so. Zweitens, ich versuche einen Run pro Video zu machen. Und mein Handy ist noch nicht auf lautlos und das Ding explodiert. Dann muss ich das gleich mal auf lautlos stellen, meine Freunde. Das sollte ja gar kein Problem sein. Aber erstmal hier die Stinkies kaputt machen. Und ich werde dann immer und nochmal boom. Sehr professionell auch. Es ist gerade spät abends und ich versuche das noch aufzunehmen. Boah, haben wir. Wir haben aber nichts drauf eigentlich, ne? Da rechts ist schon der Item Room. Und wie gesagt, ich werde alle Items einsammeln. Habe ich das schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Ich werde alle Items einsammeln. Mein Handy jetzt mal ganz kurz auf lautlos stellen. Geht ja nicht weiter so hier. Ja, warte. So, da sind wir wieder. Erstmal rechts in den Raum hier rein. Und wir haben hier zum Beispiel so eine, sieht aus wie eine Binde von Mutter wahrscheinlich. Schauen wir mal, was ist es denn? Mom's Pet. Wenn wir das benutzen, habe ich gerade mal nachgeguckt, also kriegen die Gegner Angst. Für 5 Sekunden lang haben die 4. Und das ist gut für uns, denn dann hauen die vor uns ab. Ich weiß noch nicht, ob ich das behalten werde, wenn wir später was anderes finden, aber erstmal ist es ja nicht so schlecht. So, was wohl schlecht ist, dass der hier gar nicht mal so einfach ist. Gerade für den Anfang direkt, ohne irgendwelche Items, die einem irgendwie helfen. Ja, das war jetzt natürlich super gut. Ja, aber ich krieg den trotzdem platt, denke ich. Weil, wenn nicht, dann wäre blöd. Dann wäre der erste Run direkt nach 10 Sekunden vorbei. Wäre auch nicht geil. So, die Etage war nämlich ziemlich klein. So. Ja, wahrscheinlich renne ich direkt in rein. Ich habe gesagt, ich bin nicht gut. Und an alle, die das jetzt ein bisschen können, die hassen mich bestimmt hart. Weil ich echt schlecht bin in Isaac. Aber ich möchte lernen. Deswegen gucke ich mir auch jedes Item an, was es macht, damit ich in Zukunft weiß, okay, das wird gemacht. Und an sich muss ich einfach nur gucken, dass ich lerne zu dodgen. Also auszuweichen. Evasion Skills, ja. Ja, das hat gut funktioniert. Und jetzt ist der hier auch noch tot. So. Gleich zumindest. Den Treffer sollte ich nicht mehr einstecken. Es sei denn, ich stelle mich unglaublich dämlich an. Oh, und ey, ich stelle mich unglaublich dämlich an. Hurra. Ja, dann habe ich den wohl doch noch ein bisschen unterschätzt. Aber jetzt ist sehr gut. Nice. Ach ja, bin ich natürlich noch darüber gelaufen. Jetzt haben wir hier einen Pilz im Blauen. HP plus Tiers up plus Shot Speed down. Ja, nice. Wir haben jetzt zwar Tiers up, aber Shot Speed down. Macht jetzt nicht so viel, weil wir auch noch... ja, ist jetzt nicht so unglaublich schlimm. Und hier ist noch das letzte Herz. In den Shop bringt jetzt gerade gar nichts. Ich könnte gucken, ob vielleicht... Ja, ich könnte gucken, ob hier der Secret Room ist. Jetzt muss ich mich daran erinnern, wie ich eine Bombe lege. Ich glaube so. Ja, gut. Weil die... Ja, Tastenbelegung. Hier ist das Secret Room. Oh, goldene Scheiße. Nice, denn da kriegen wir ganz viel Geld. Bling, 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 bling. Wir könnten jetzt in den Shop gucken, indem wir uns hier durchbomben. Und ich glaube, ich mache das dann nochmal ganz kurz. Mal kurz gucken, was der Shop so im Angebot hat. Eine Pille oder ein Herz? Nehmen wir mal die Pille. Gucken wir mal. Tiers ab. Haha, sehr geil. Plop, 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 plop. Sehr schön. Freut mich. Jetzt sind wir... Jetzt schießen wir schon mal ein bisschen schneller. Das heißt, wir sind schon mal ein bisschen besser gerüstet, würde ich sagen. In die nächste Etage. Auf geht's. Ui, ui, ui. Hallo, Mama. Hallo, Mama. Scheiß Peller. Ich liebe diese kleinen Cartoons. Die sind super. Arena. Kommen wir sowieso nicht rein. Gut, hat sich das schon mal... Ja, jetzt haben wir hier direkt den ersten Stinky, der uns auf den Sack gehen will. Den wir aber... bis jetzt erfolgreich zurückhalten können. Ey, halt dich zurück. Halt mich zurück, Junge. Kriegt er eigentlich Schaden von seinen eigenen Bomben?
Nice. Der ist down und wir kriegen Bombis. Und hier ist ein Herz, falls wir eins brauchen. Gut. Gehen wir weiter runter. Es läuft, bis jetzt läuft es ja gar nicht so schlecht, auch wenn ich mich am Anfang echt unglaublich dumm angestellt habe. Aber meine Freunde, da könnt ihr sicher sein, das ist nicht das letzte Mal, dass ich mich dumm... Ja, sehr schön. Das hätte jetzt echt nicht sein. Das Ding... Wusch. Ich glaube, das gibt uns unglaublich weite Range. Ja, ich glaube, das macht's tatsächlich. Deswegen gucke ich jetzt mal nicht nach. Das Ding kannte ich sogar aus den ganzen Videos, die ich schaue. Halt's Maul, ey. Nein! Habe ich schon gesagt, dass ich unglaublich gut in Isaac bin? Nee, ich glaube nicht. So, machen wir das hier mal tot. Und das hier auch nochmal tot. So, zack. Haben wir einen Schlüssel? Definitiv nein. Gut, dann schauen wir mal weiter. Wir könnten uns jetzt zwar oben das Herz holen. Wir könnten auch die Truhe hier öffnen, ne? Ja, haben wir irgendeinen Fake Rock bei? Sieht nicht so aus. Das heißt, ich werde hier mal eine Bombe hinlegen. Natürlich können wir die Truhe nicht öffnen. Oder können wir... Oh, Kacke. Ja, okay, gut. Hat sich also nicht so sehr gelohnt, aber wir können das Feuer noch ausmachen. Gut, nichts. Schade. So, hier die... Oh, ich hasse diese Stinker. Das sind solche Penner. Ich hasse diese Gegner. So sehr. Na! Das sind so richtige... Ich guck aus dem Loch, Stinkies, wirklich. Aus dem Loch, Stinky! So, aber sollte ja machbar sein, ne? Sollte ja durchaus. Mal gucken, ob hier wieder einer auftaucht. Ne, tut er nicht. Hier, der... Ja, der Penner ist auch tot. Nebenbei schon mal nach Fake Rocks Ausschau halten, weil die haben meistens Soul-Herzen, also... Ja, ich versuche jetzt besser nicht so zu erklären, als wenn ich hier irgendwas wüsste, weil, opala, weil ich weiß in Isaac tatsächlich verdammt wenig. So, wie würde ich sagen, gehen wir mal links lang, hier gucken. Ah ja, dann haben wir hier so ein paar kleine Stinkies, die uns nicht sonderlich wehtun. Wir sollten jetzt aber auch vielleicht nicht in die Spur von denen reinrennen. Kriegen wir den tot? Den kriegen wir tot. Kommen wir hier durch? Wir kommen hier durch, easy. Dann töten wir zuerst das Vieh und dann die beiden noch. Das sollte ja gar kein allzu großes Problem sein. Eine Kiste, ein Schlüssel? Nein, aber zwei halbe Herzen. Ich habe echt keinen Schlüssel bekommen, ne? Wir haben eine ganze Stage. Wie mache ich die Karte groß? So? Ja, so mache ich die Karte groß. Ah, so kann ich umschalten, wie die Karte auszusehen hat, ne? Da kommen wir nicht rein, wir haben keinen Schlüssel. Ist hier irgendwo ein Fake Rock? Wenn nicht, dann können wir direkt weitergehen, weil dann ja, hält mich hier nichts mehr. Gut, gehen wir mal zum Boss, gucken wir mal, was der uns gibt. Dingle! Ja, Dingle kenne ich. Und Dingle finde ich auch gar nicht so schwer. Sagt er und stirbt. Oder wie Beat-Up sagt, famous last words. Wir könnten eigentlich mal hier... eklig. Jetzt hat er Angst vor uns. Jetzt rennt er vor uns weg. So, das macht das Teil. Hätten wir jetzt gar nicht gebraucht, aber vielleicht sollte ich... Dingle ist einfach. Zitat Patrick 2015. Dankeschön. Aber wir müssen ja gar nicht so nah dran stehen, ne? Wir haben ja echt weite Shot Range. Okay, wir haben mehr Shotrange als er, kann das sein? Monster Tooth has appeared in the Buzzement. Gut, gucken wir noch nach, ob hier vielleicht ein Schlüssel drin ist. Wir kriegen auf hier Damage und Range up. Sehr nice. Können wir jetzt durch den ganzen Raum schießen? Wir können tatsächlich durch den ganzen fucking Raum schießen. Das ist nice. Und mehr Damage machen wir auch noch. Das ist auch nice. Also ziemlich gute Items, die wir hier bekommen. Gut, Caves 2, Quatsch 1. Wir könnten jetzt rechts lang gehen, aber wir könnten das auch genauso gut sein lassen. Hier muss ich ein bisschen näher gehen, oder? Okay. Hoppala, da unten ist ja noch einer. Hab ich gar nicht gesehen, den Stinky. Hoppa. So, den kriegen wir auch Platz. So, und dann fehlt nur noch der hier. Komm her, zack. Nochmal her, komm, zack. Und da sind sie alle down. Wir haben immer noch keinen einzigen Schlüssel, Alter. Wir hätten den Secret Room suchen können auf der letzten Ebene. Das habe ich total vergessen. Ein Schlüssel nochmal. Den kriegen wir auch down. Und es gibt auch, ich weiß nicht, ob es in jeder Etage einen Super Secret Room gibt. Da können wir die Sachen, die ich nicht weiß, die aber so essentiell sind, so wie zum Beispiel ein Super Secret Room oder so, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und euch auch gerne daran beteiligen. So, einmal hier Bombies. Und dann gehen wir mal rechts lang. Hier sind zwei... Och, Kacke. Habe ich nicht gesehen, dass der wirft, der Stinker. Also ich weiß, dass die werfen, aber ich habe es halt nicht gesehen. So, gut. Einmal rechts weiter. Und hier sind nur diese Doppelstinkies. Bei denen müssen wir nur aufpassen, wenn die sich... Ja, machen wir erstmal die Feuer aus, sonst renne ich da nachher noch rein. Ich kenne mich doch. Voll am Abkacken hier, ey. Krank. Die Geräusche sind so cool. Zack, und du gehst auch noch down. Bada, 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 boom. Na, komm her. Na, komm doch. Danke. So, das Herz brauchen wir jetzt... Aktuell nicht so dringend. Mit 3 Herzen kommt man doch noch ganz schön weit.
So, einmal hier runter bitte, Isaac, danke. Oh ja, die Torsos, die sind nicht allzu gefährlich, wenn wir nicht in deren Spur reinrennen. Zack, zack, und da ist eine Hand oder so. Monkey Paw, Wish Granted. Sekunde. So, das Ding ist ziemlich geil. Und zwar... Ja, ich möchte es euch zeigen. Wenn wir jetzt Schaden bekommen würden... Wenn ich jetzt darüber gehe, wir bekommen ein halbes Herz Schaden. So, ah ne, wir bekommen ein ganzes Herz Schaden. Ja, das ist kacke. Okay, ne, gut. Wir müssen ein halbes Herz irgendwie Schaden bekommen und dann kriegen wir ein schwarzes Herz. So wie ich das verstanden habe. Jedenfalls, verschwindet das auch. Also man kann drei schwarze Herzen aus diesem Teil raus, aus dieser Monkey Paw. If a character has half a red heart or no red hearts after taking damage, it grants a black heart. Das heißt, wenn wir jetzt noch zweimal drüber laufen würden, würden wir ein schwarzes Herz bekommen. Ist die Frage, lassen wir das jetzt so? Also es fehlt ja sowieso noch der Item Room hier. Also jetzt haben wir natürlich weniger Reichweite, aber so schlimm ist die Reichweite auch nicht. Also würde ich sagen, behalten wir das erstmal. Hier haben wir so eine, sieht aus wie eine Ocarina. Mass Enemy Slowdown und Damage. Okay, das sieht auch geil aus. Mass Enemy Slowdown und Damage, das ist mit Sicherheit eine gute Idee. Sind hier Fake Rocks da oben, der sieht aus wie ein Fake Rock, oder? Poppen wir das mal weg hier. Ja, zwei Soul Hearts, geil. Okay, sehr, sehr nice. Okay, versuchen wir mal. Jetzt habe ich natürlich das wieder aufgenommen, aber ich möchte die Monkey Paw erstmal haben. Schwarze Herzen sind nie verkehrt. Packen wir da mal rein. Sehr geil. Secret Room, eine Trollbombe, die wollen wir gekonnt ignorieren. Und hier haben wir aber keine Fake Rocks, soweit ich das beurteilen kann. Gut, gehen wir erstmal weiter. So haben wir natürlich erstmal einen nicen Schaden. Den wir dann gleich am Boss machen, hoffentlich. Shop, hallo! Gegen den habe ich auch schon mal gekämpft. Der ist jetzt auch nicht so... Ach, fuck, ich dachte, ich könnte ihn noch besiegen, bevor der bei mir ist. Jetzt renne ich natürlich erstmal dreimal rein. Machen wir mal den hier. Boom! Okay. Der ist erstmal geslowdowned. Und Chubb selber auch. Das heißt, dem können wir noch ordentlich Schaden zufügen. Zack, 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 zack. Wir haben natürlich beide unsere Soul Hearts verloren, was ein bisschen kacke ist. Würde ich mal so behaupten. Das war wieder ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Zack, 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 zack. Ja, jetzt kackt Chubb wieder seine kleinen Chubbies aus, in die wir prompt natürlich reinrennen wollen. Das ist auf jeden Fall die Taktik hier bei dem Boss. Einfach in die Herzen, einfach in die kleinen Stinkies selber reinrennen. Oh, das kenne ich. Das, wenn ich mich nicht ganz irre, Tears und Shotspeed ab. Ja. Bla 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 bla. Hatten wir jetzt auf der Ebene noch irgendwo... Warte, wie kann ich denn die Map nochmal öffnen? War doch hier, oder? Nee, Bullshit. War hier... Nee, wo war denn das? Hier. Ja. Okay, da oben sind noch Herzen. Die hole ich mir mal ganz kurz. Komme ich an die Herzen eigentlich ran? Ich weiß es gar nicht mehr. Dümm. Ja, danke, brauche ich nicht mehr. Dümm. Also mit dem hier werden wir nochmal... So würden wir schon ordentlich reinhauen. Ohne das hauen wir immer noch ordentlich rein. Aber damit hauen wir halt nochmal einen Ticken mehr rein, ne? Ja, okay, behalten wir das. Auch wenn das uns drei roten... Ja, das rettet uns vor dem sicheren Tod im Prinzip. So, erstmal hier unten rein. Wenn ich das Item jetzt richtig verstanden habe, kann auch sein, dass ich es völlig falsch interpretiere. Einfach zu blöd bin, das zu rallen. Ja, und hier kriegen wir für eine Bombe, die wir hier hinlegen wollen kurz. Zack, ein Herz. Das ist mit Sicherheit auch sehr nice. Hier könnte auch noch ein Secret Room sein, ne? Es gibt ja zwei manchmal. Na, schade. Den Super Secret Room. Zack, 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 zack. Sehr cool. Zack, einmal drumrum. Und weiter. Ja, und wir wollen jetzt diese Toto Ocarina weiter benutzen. Oder was auch immer ist. Aber erstmal gehen wir in die nächste Etage, meine Freunde. Ah, ich jetzt am Klo. Ah, scheiße, kein Klopapier. Habe ich schon gesagt, dass ich die kleinen Cartoons da unglaublich gerne mag. Könnten die Arena, wir könnten auch nicht in die Arena. So, hier haben wir ganz viel Stuff. Ein Soul Heart für eine Bombe. Ja, wir haben gerade genug Bomben. Nehmen wir uns das Soul Heart mit. Herzen sind immer gut, meine Freunde. Isaac vs. Sloth. Oh, scheiße. Okay, ich werde erstmal seine beiden kleinen Stinkies da rummatzen. Zumindest einen davon. Hat er den gerade? Good Guy Sloth Typ. The Magician. Mit der Karte gibt, können wir uns Tränen machen, die Gegner so einen Ticken verfolgen. Was ganz cool ist. Und ja, ich weiß es nicht auswendig, sondern ich gucke das alles nach, habe ich schon mal gesagt. Also das meiste gucke ich tatsächlich nach.
Oh, eine Trollbombe. Lol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 . Okay, die Stinker, da wollen wir ganz weit außen rumgehen. Weil die können uns natürlich jederzeit abschießen. Nice. Guter, gelöster Raum. Hier auch noch und da oben auch. So, alles weg. Sehr nice. Dann gehen wir mal. Oh shit, fliegen. Okay, ich habe mich natürlich extrem ungünstig dahingestellt. Macht aber jetzt nicht so viel, denn wir haben es ja noch gut geschafft. Opa. Oh, das ist tatsächlich viel zu knapp für meinen Geschmack. Alter, was zum Teufel. Da Dodge Skills, die keine Skills sind. Was, die sage ich doch. Okay, einen Soul hat direkt mal verloren. Was haben wir hier drin? Einen Schlüssel. Sehr geil. Zwei Bomben. Sehr, sehr geil. Und ein Herz, das wir noch nicht brauchen. Hier haben wir auch nochmal ein Herz. Wir könnten tatsächlich mal da drüber laufen. Wir haben da auch noch ein halbes Herz. Ah, nice. Ja, komm. Was ist denn los mit dir? Okay, das behalten wir uns im Hinterkopf. Die Scheißtruhe will ich öffnen. Aber erstmal natürlich hier drüber rennen. Das war natürlich Pflicht. Jetzt hätte ich eigentlich auch die Coin einsammeln können, aber nee. Gut, gehen wir mal nach links. Ja, manche Entscheidungen von mir mögen blöd sein. So wie gerade den Schlüssel in diese Truhe da verschwenden. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass in der Truhe einfach noch eine Truhe drin ist. Die blöde Fotze. Entschuldigung. Habe ich nicht so gesagt. Das ist auch ein Wort, das man nicht benutzt, liebe Freunde. Komm. Und down. Oh yes. Sehr nice. Da. Uiuiuiui. Haben wir die kleinen Stingis wieder, ja? Haben wir sie alle so wieder. Jetzt erstmal hier lang. Zack, da hoch. Zack, das Ding töten. Und dann nur noch du. Sehr nice. Und ein halbes Herz, das wir uns natürlich geschwind schnappen wollen. Hier ist unser lieber Skelett-Friendo. Ah, das ist so ein Turret-Ding, ne? Ja. Es ist in der Tat ein Turret-Ding, der uns keine, ich wiederhole, keine einzige Schlüssel da lässt. Der uns keine Schlüssel da lässt. Ja, genauso wollte ich das sagen, genauso habe ich es gesagt. Alter, wie viele gibt es denn von euch? Nö, heute nö. Einfach, aber, Au! Ha, ihr habt mir nicht ein einziges richtiges Herz abgezogen. Ich glaube tatsächlich, dass hier der Secret Room ist. Nein, aber eine Pille. Geil. Lockdown. Verdammt. Wir haben immer noch The Magician. Wir könnten dann natürlich mal hochgehen, gucken, was da oben abgeht. Ein Schlüssel und eine Bombe für ein Herz. Da ist ein Schlüssel, Leute. Reason Spider-Man. Und ein... Oh ja. Ja, sorry. Für zwei Herzen. Fuck. Das war verpeilt. Ich habe verpeilt, dass es zwei Herzen kostet. Scheiße. Eins hin und eins rüber. Kacke, ja. Hätte ich vielleicht dran denken sollen. Und ich öffne jetzt nicht da unten das Ding, sondern erstmal hier. Hier ist nämlich ein Paper drin. Und das gibt uns Spectral Tears. Die fliegen durch Gegenstände durch. Das ist geil. Das ist extrem cool. Das heißt, wir können uns einfach in Deckung... wir aussehen auch noch schon, ne? Och nein. Ich hasse solche Räume. Aber hier müssen wir uns zum Glück nicht aufhalten, weil hier absolut gar nichts ist. Sehr gut. Gut, ich werde mal hochgehen. Hier ist noch ein Penny. Den nehmen wir uns natürlich nicht mit. Und da rechts waren noch Herzen. Gucken wir mal, ob wir davon irgendwas... Zwei Stück sogar. Also eins. Eins, zwei. Danke. Vielleicht ist hier im... Gucken wir mal hier nach. Nee, kann nicht sein. Vielleicht ist hier der Secret Room. Ja, nice. Ja, erstmal Feuer weg und dann Da Bomb mitnehmen. Ja, wir können einfach auf, wir können nach oben raus und sprengen wir so den Typen noch mit weg. Und das gibt Spiders. Nice. Eigentlich wollte ich was anderes haben, aber nö. Ja, gut, dann haben wir soweit erstmal fertig. Ich kann sein, dass ich ein paar Fake Rocks übersehen habe, aber... Ne, hier nicht. Hier vielleicht... Ja, da sehe ich jetzt nur das Feuer und das bringt uns ja auch nichts, wenn wir das ausschießen, weil... Wir könnten uns das hier sowieso nicht holen, es sei denn, wir können auf einmal fliegen und das können wir derzeit leider nicht. Fuck, weißt du, ich bin so ein großer Trottel, geh dahinter und nimm dann nicht mal die Bombe mit. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Das wäre echt ein bisschen doof. Gertie ist zum Glück nicht so schwer. Berühmte letzte Worte von Klüm mal wieder. Erstmal links und rechts die Stinke ausschalten. So.
So, dann hier. Dann du und dann bist du dran. Ja, vielleicht sollten wir uns da nicht erwischen lassen von deiner Attacke. Ah, oh, fuck. Immer wenn er sich zurückzieht, ich mach gleich mal... Ach, fuck, jetzt habe ich eine Bombe gelegt, ne? Ich wollte eigentlich unsere Fähigkeit einsetzen, aber dann ist mir auch aufgefallen, dass es ja was Besseres wäre, wenn wir die... Fuck! Nicht instant einsetzen. Jetzt vielleicht. Dann kriegt der Schaden und... Ja, nice. Immer wenn er immer reingeht, dann macht er sein Gedönsel. Gut, dann stehe ich mal hier an der Seite. Okay, er spawnt. Er spawnt nochmal. Er spawnt nochmal. Und zwar die Dinger hier. Aber ich mache ihn erstmal. Ja, so nice. Er ist auch down. Gut, wir haben es überlegt. Little Chubby has appeared in the basement. Nice. So, das hier und das hier. Und dann gucken wir mal, was das hier ist. Speed up. Okay, das ist natürlich sehr nice. So, wir können nichts anfangen. Also zack in die nächste Etage. Uiui. Ja, ist ein Geschenk. Scheiße, nein. Haha. Ich finde die Cartoons so geil. Death. Oh, scheiße. Die Dinger kenne ich. Die sind richtig, richtige Penner. Richtige Penner, sagt euch. So, du musst sterben, weil du ein dreckiger Penner bist. Du auch. Du auch. Du dreckiger Penner. So, du stirbst. Oh ja, der Wurm kann mir hinter nichts anmachen. Ich habe ja Spectral Tears. Wir haben auch immer noch The Magician, die ich benutzen kann, sobald ich mal irgendwie ein arges Problem bekomme. Ein Penny, sehr geil. Herzen wären aber auch nicht verkehrt, meine Freunde. Ich glaube, es ist besser, wenn man hier tatsächlich nur ein Ding wegbombt, weil die Dinger erwachen manchmal zum Leben. Okay, jetzt haben wir doch trotzdem beide weggebombt. Nice, Herz und Geld. Geld ist immer gut, Herz ist auch immer gut. Hier könnten wir zocken ein bisschen. Ne, können wir nicht, wir kommen hier nicht rüber. So, wir könnten auch natürlich auch zwei Herzen opfern, um zu zocken, aber. Lass mal nicht tun. Ah, das sind diese, ich stampfe auf den Boden auf und bin voll cool Dinger, ne? Okay, hätten wir das schon mal geklärt. So, einfach dann hier nicht stehen bleiben, wo er uns treffen kann. Eine Pille, die, keine Ahnung, nehmen wir auf einmal. Zack, Lemon Party. Okay, wissen wir Bescheid. Pillen nehme ich generell immer sofort, weil wenn sie super scheiße sind, dann, oh, und Gegner da sind, dann ist nochmal kacke. Gut, gehe ich mal hier in den großen Raum. Dinkelcoach! Blablabla. Oh shit, die sind schnell. Yeah, ich finde die Kacke, die sieht so glücklich aus. Also man muss voll glücklich als Stück Scheiße sein, so. Wenn jemand sagt, ey, du bist voll das Stück Scheiße, dann meint er das vielleicht eigentlich ganz nett. Weil er damit mal sagen will, dass man glücklich aussieht. Wer weiß das schon? Okay, erstmal die kleinen Stinkies hier töten. Oder erstmal die hier, weil die so fucking schnell sind, meine Herren. Also die Kleinen sind ja jetzt nicht wirklich eine Gefahr, die sind nur noch nervig einfach. Ja, eine Gefahr auch noch, wenn ich reinrenne wie so ein Trottel, aber... Oh, ha, ich bin ein Trottel. Ein Schlüssel, vielen, vielen Dank. Plopp, und dann würde ich sagen, gehen wir damit mal zum Item Room. Ja, vielleicht auch nicht da reintreten, das wäre... Oh, der Blaue. Brother Bobby. Ich guck mal kurz. So, zu dem kleinen Freund habe ich tatsächlich nichts in der Isaac-Wiki gefunden, aber es scheint so, als würde er einfach... ein paar Tränen mitschießen. Kann auch sein, dass ich einfach nur dämlich bin und da nichts gesehen habe auf der Isaac-Wiki. Aber anscheinend gibt es da nicht so viele Infos über den. Da rechts war aber noch ein Raum. Da möchte ich nochmal ganz kurz gucken. Und hier ist noch ein Stück Scheiße. Was, Oh ja, was geht ab? Oh ja. Du hast bestimmt ganz viel Spaß in deinem Leben, oder? Wahrscheinlich schon. So, du bist tot. Das ist wieder der kleine Stinky, der einfach Lust hat, mal ein bisschen auf uns zuzurennen. Ein bisschen gucken, was da so abgeht. Tot, Schlüssel, geil. Dann gehen wir mal nach oben. Der Raum ist wahrscheinlich ganz... Och nee, nein, nope, Vor lauter Schiss renne ich ins Feuer rein. Da, Moms Hand. Nein, Mom, tschüss. Gut, haben wir das schon mal geklärt. Vor lauter Schiss habe ich jetzt ein Herz verloren, sehr gut. Gut, gehen wir mal... Oh shit. Vielleicht sollte ich weiter außen rumrennen. Ich habe hier zum Glück eine ziemlich hohe Reichweite. Und down sind sie alle. Wir könnten zum Boss gehen. Ich glaube, ich habe aber einen Raum übersehen, oder? Ja, unten zwei Stück sogar. Die möchte ich selbstverständlich noch machen. Und dann, wenn wir gleich 15 Herzen haben, 15 Gold, sollten wir 15 Gold haben, gucken wir natürlich nochmal in den Shop rein. Zack, und rüber. Das ist natürlich so ein kleiner Stinker, der hier rumfliegt. Ein Schlüssel, geil. Wir gucken jetzt auf jeden Fall in den Shop rein. Ach, kacke, natürlich erstmal wieder in den Gegner reinrennen. Das ist so richtige, das ist die Klimp-Taktik. Die ist patentiert. Einfach
Das ist das Geile. Viele denken ja, man muss Isaac durchspielen und einfach nur gucken, dass man das schafft bis zu Mom. Aber eigentlich ist das Ziel, so viel Schaden wie möglich zu erleiden. Man muss so oft in Gegner reinrennen und deswegen bin ich auch so schlecht, weil ich das manchmal gar nicht schaffe, sondern nur ein bisschen in die Gegner reinrenne. So, das wissen aber tatsächlich die wenigsten. Wir könnten hier spielen für einen Schlüssel. Aber ich gehe dann doch lieber erstmal... Da oben ist ja noch ein Raum, der fehlt. Hier aufpassen. So. Dann gucken wir mal hier links. Hier sind auf jeden Fall zwei Stinkies, die wir ganz einfach ausschalten können. Zumindest mit den Sachen, die wir jetzt aktuell noch haben. Ist hier irgendwo ein Fake Rock bei? Sieht nicht danach aus. Nope, ich glaube nicht. Dann gehen wir mal weiter. Envy, was geht ab bei dir, mein Freund? Den kriegen wir zum Glück relativ easy und schnell down. Vielleicht erstmal die kleineren Dinger ausschalten hier. Weil die teilen sich nochmal. Ja, genau, wusste ich es doch. Ja, sehr gut. Obwohl, wenn mehr da sind, kann ich auch mehr treffen, ne? Obwohl, wenn mehr da ist, kann mich auch mehr treffen. Ja, das ist das Problem, das wir jetzt haben. Erstmal hier auf jeden Fall Stinkies aus dem Weg räumen und sich treffen lassen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute. Weißt du was? Fickt euch alle so. Tschüss. Blark. Wir können nämlich jetzt, ich glaube, das ist sogar das Bluff der Whoop. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke nochmal ganz kurz nach. Ja, Schub der Whoop feiert nämlich, feuert den Brimstone. Wir haben jetzt quasi so einen mobilen Brimstone. Können wir jetzt also so einen fetten Riesenstrahl schießen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal in den Shop gehen, weil erstens haben wir zwei Schlüssel und zweitens haben wir nur noch 14 Leben. Hier oben ist aber noch ein Herz. Kamen wir da dran? Nee, kann man nicht. Gut, dann wollen wir in den Shop gehen. Und ja, gut, viel ausgeben können wir nicht, also holen wir uns ein Herz. Und schmeißen den Rest mal in die Donation-Box. 4, 5, 6, 7. Oh, wir dürfen sogar relativ viel reinschmeißen. Und jetzt ist er kaputt. Na. Oder so. Wir könnten natürlich mal gucken, ist hier unten vielleicht. Ja, hier unten ist der Secret Room. Goldenes Stück Scheiße, ja, hätten wir das mal vorher gewusst. Hier kriegen wir auf jeden Fall wieder ganz viel Money. Money, give me all your money. Gut, kaufen wir so eine Bombe, weil wir haben es ja. Gut, jetzt haben wir noch 4 Leben. Wir könnten da hinten Poker spielen gehen, aber ich gehe lieber in den Doppel-Boss-Raum. Double Trouble. Oh, Kacke. Ja, aber wir haben Schubdawupp. Schubdawupp! Ich mag das. Das ist super. So, wir hätten das vielleicht machen sollen, wenn beide Gegner zu sehen waren. So, ich weiß, dass der hier weniger Leben hat. Das heißt, ich werde mich komplett auf ihn fokussen. Und wir müssen nicht so viel Angst haben. Wir haben ja immer noch unsere Affenklaue. Boah, shit. Okay, erstmal ein bisschen von dem Kleinvieh hier töten. Okay, wenn wir jetzt noch einen Schaden bekommen, dann müssen wir ein schwarzes Herz bekommen. Also, ich will es aber nicht drauf ankommen lassen. Ja, ich müsste aber so sein. Da, schwarzes Herz, das er gedroppt hat. Sehr nice. Und das haben wir, davon haben wir auch schon wieder was verloren. Gut. Das hat jetzt echt so ein bisschen den Arsch gerettet, ne? Aber wenn das unter 1 sinkt, sollte das auch droppen. Aber ich weiß nicht, was uns das dann bringen soll, großartig. Ach, kannst du jetzt mal bitte sterben? Dankeschön. Meine Fresse. Gut, wir kriegen ein Herz mehr wegen Dogfood. HP ab. Das ist nice, aber wir haben trotzdem keine Herzen. Gehen trotzdem mal in die nächste Dingens. 3 Herzen haben wir. Wir könnten 5 haben. Und dass wir im ersten Run so weit kommen, beunruhigt. Wundert mich eigentlich so ein bisschen. Aber ich will es natürlich jetzt nicht, will mich natürlich nicht beklagen, ja. So, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt vielleicht privat mein 4. oder 5. Run. Also nicht, boah, shit. Schubdawupp! Fuck, ich wollte eigentlich Schubdawupp einsetzen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, wie ich das eigentlich wollte. Och, kacke, Leute, was ist denn los bei euch? Okay, die beiden sind down. Das ist down. Das Vieh ist down. Das Vieh ist down. Und das letzte auch noch. Und ein Penny für uns, Dange. Ja, hier hätten wir jetzt kaum ausweichen können, weil ganz viele Stinkies kamen. Jetzt wird es schon deutlich schwerer, finde ich so. Aber von der Skala 1 bis 10. Circa 15 schwerer für mich persönlich. Och, kacke, das sind Brimstone-Spiders. Ach, fuck, der hat mich noch getroffen mit seinem Schlüsselbrimstone. Okay, ein Blackheart und ein normales Herz. Komm, geh mal in den nee, nicht in den Shop. Nee. Auch wenn die dann ein Herz haben, ist es jetzt mit 5. Ich glaube, der Run wird tatsächlich nicht mehr so lange dauern. Ihr seht schon, ich mache pro... Ja.
Ich mache pro Video einen kompletten Run. Ich werde jetzt einfach hier stehen bleiben und ballern. Wenn die uns dann erwischen sollten, dann erwischen die uns halt. Oh, guck mal, unten links, der Dingens zählt sogar mit, wie viel wir noch haben. Das war knapp tatsächlich. So, gehen die jetzt nochmal hoch? Ja, geht bitte nochmal runter. Dankeschön. Und dann wird die Scheiße erstmal kaputt gemacht hier. Okay, wenn die nochmal runtergehen, dann gehen wir in den nächsten Raum. Easy. Oh nein, nicht die Dinger. Ich hasse die Dinger. Oh, ein Herz. Oh yes. Give me that. Oh fuck, wir kommen nicht auf die andere Seite. Das Feuer schießt aber auch, deswegen ein bisschen aufpassen. Ach kacke, nee, da will ich nicht rein. Also eins davon, wir haben jetzt schon zwei Türen, die verschlossen sind. Eins davon ist der Shop. Gibt es zwei Shops pro Ebene? Ich weiß es gar nicht. Kann es zwei Shops pro Ebene geben? Das wäre so wieder sowas, das ihr in den Kommentaren schreiben könntet. Ah ja, natürlich. Okay, benutzen wir mal Shop the Warp. Shop the Warp! Gut, hätten wir das schon mal geklärt. Okay, du wirst sterben. Kann ich die nicht eigentlich auch so töten, weil ich Tiers habe, die da durchgehen? Ja, wie soll ich die denn bitte jetzt... Oh, sind die nervig. Das sind so übelst nervige Gegner einfach nur. Und bei dem kann man nicht mal richtig dahinter gehen, weil der Typ eine Spur aus Arschloch legt. Aber wir können ihm trotzdem schaden. Zumindest tun wir das gerade. Ja, gehen wir einfach da drüber. So, jetzt stirbst du, Penner. Meine Fresse. Gut, was haben wir hier für eine Pille? Keine Ahnung. Juckt mich nicht. Are you a wither? Okay, gehen wir weiter. So, ich benutze hier mal die Karte, weil ich sowieso nicht glaube, dass ich noch großartig lange lebe. Ach nee, die schieße ich jetzt so komisch quer, ne? Oh, kacke. Vielleicht hätte ich die doch nicht... Ist das Hitler? Oh, ein schwarzes Herz. Ich glaube, wir sind aber trotzdem bald sehr tot. So, er schießt jetzt quer. Was... Okay, er kriegt Schaden, aber... Nichts, nothing else. Und wir sind down. Leute! Schade, dass wir down gegangen sind. Wir sind gestorben. Auf jeden Fall. Das war der erste Run Binding of Isaac. Falls euch gefallen hat, gebt auch einen Daumen nach oben. Verbesserungsvorschläge bzw. Tipps gerne in den Kommentaren. Und wir sehen uns beim nächsten Run. Haut rein, Leute.